herzlich willkommen hier zu Part 3 von Daylight. Ja, wir haben ein kleines Problemchen. Wir können nicht speichern. Ja, ist mir vor uns erstmal so aufgefallen. Nein! Dass unsere ganzen Relikte weg waren. Also können wir diese ganze Hundekacke schon wieder suchen. Ja, das kennen wir ja nur zu Genüge. Also müssen wir jetzt sehen, dass wir mal die Relikte hier finden. Oder wir fangen immer von Neuem an und das ist nicht das Ziel des Spiels. Also werden wir jetzt mal hier ein bisschen durchrennen. Zumindest das abkürzen, was wir vergessen haben. Oder letztens schon gefunden haben. Ja, spukig hier. So. Unheimlich, unheimlich, unheimlich. So, das hat man auch schon. Ja, wir müssen heute echt mal ein bisschen alles abkürzen hier. Aber das ist ja nicht so einfach, hier alles zu finden, wenn man hier verfolgt wird von einer Knusperhexe. Ja, gehen wir heute mal nach unten. Letztens waren wir oben. Gehen wir mal hier in den Heizungsraum. Nein! Ja, wir werden schön empfangen. Schätze ich mal. So. Laufen wir jetzt mal auf die andere Seite. Und da kommen wir auch nicht durch. Ja. Zumindest werden wir schon wieder beobachtet hier. Ja, gehen wir noch ganz hoch. Wo zumindest alle Türen zu sind. Ja, was? Wie das ist hier? Kindergarten? Die Geschichte kann man auch schon. So, dann gucken wir jetzt mal mit einem Leuchtstab hier, ob wir Relikte finden. Zum Beispiel das hier. Ja, meine Lieben, wir haben ja irgend so einen Teddybären gefunden. Ich hätte mal einen Voodoo-Teddy. Den habe ich auch daheim. Um böse Geister abzuschrecken. What the hell? Can it be? Wo sind wir jetzt hier? Das sieht aus wie der Papst. I see you. Nein! Nein! So. Komische Illusion hier. Ja, hier drinnen waren wir. Laufen wir jetzt mal ganz hier hin. Vielleicht können wir mit dem Teddy hier irgendwas anrichten. Ne, hier drinnen waren wir. Ja, gehen wir wieder runter. Ich glaube, wir werden gleich empfangen. Der Siegel ist gebrochen. Von den ersten Part. Ja, und jetzt können wir speichern. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, wo sind wir denn jetzt? Alle Mitarbeiter, letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischen Zustand in einen Notaufnahme überstellt. Wort Gott! Ja. Und dieser auf den Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb, und solche Tragödien in der Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten in diesen zum Wartungspersonal zählenden darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert. So. Wenn es zu einem Stromausfall kommt, bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst die Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Verwaltung. Kenne ich auch. So, genug gelesen. Gehen wir weiter. Ja, wo sind wir denn jetzt? Kommen wir hier nicht mehr raus, oder? Nehmen wir mal ein Leuchti. Und schon wieder was zum Lesen. Das Spiel besteht nur aus Lesen hier. Ja, Freunde, wenn ihr das lesen wollt, dann lest selber im Spiel. Wir wollen ja hier vorankommen, wir wollen ein bisschen Action. Sonst mache ich ja nächstes Mal die Bücherei-Simulator. So, ich glaube... Nein! Oh Gott. Ja, oh Gott. Ja. Bewohner von Kindling werden beschuldigt, Verbrechen. 16-jähriges Mädchen rufte Leben bestehende Schuld, irrt hängt böse. Das ist kein Deutsch. Irrenhaus eröffnet im Mehl zur Bereitung des Krankheit. Steht da. Steht da. Ja, Freunde, ich habe heute hier Besuch hier im kleinen Sendestudio. Hab gerade Nudeln gegessen, das behindert ein bisschen. Nein! Stop! Stop! Geh weg! Das ist aber auch schlimm hier mit dem Lesen, echt. Ja, Freunde, wie gesagt, wenn ihr das alles lesen wollt, kauft euch das Spiel. Dann könnt ihr das alles nachvollziehen hier. Wenn ich jetzt hier alles durchlesen wollen, dann schaffen wir hier in dem Part nichts, außer lesen, lesen, lesen. So. Wo sind wir denn jetzt? Wo kommen wir hin? Wo kommen wir raus? Space-Taste. Aha. Kommen wir jetzt so durch? Aha. Hoppa. Hä? Kommt ja nicht drauf. Drücken Sie die Space-Taste. Ach, ich muss die schieben. Aha. Aha. Alles klar. So, springen wir jetzt mal hier drauf. Ja. Und machen jetzt mal hier den Stromschalter an. Ja, sind wir denn jetzt hier richtig? Zum Beispiel nicht. Aha. Aha. So, dann schieben wir mal die Kiste jetzt noch hier dran. Ja. So, dann laufen wir mal über das Brettchen hier und hoffen mal, dass wir jetzt nicht gleich wieder gestorben werden. So. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Was haben wir jetzt angemacht? Wir haben jetzt bestimmt das Verlies aufgemacht mit den großen Dicken. Da ist gleich kommt bestimmt. Naja, ich habe schon so eine Vorahnung hier. Erinnert mich gerade ein bisschen an Outlast. Knöpfe drücken ist meistens nie gut. Oder ist die Tür jetzt aufgegangen? Ja, sieht fast so aus hier. Ja, und schon wieder gespeichert. Wunderbar. Nein! Ein bisschen brüchig die Bude hier. Nicht an. Nein. Ja, wie wir es schon gesagt haben, lesen tun wir jetzt erstmal nicht. Das werden wir dann im nächsten Part mal wieder intensiver tun. Ja, nehmen Sie die Leuchtstäbe. Natürlich nehmen wir die. Hier waren wir doch schon mal. Oder täusche ich mich jetzt? Nein! Ich fühle mich gerade etwas beobachtet. Junge Frau, kommst du raus? Aha! Gut, den Raum haben wir zumindest mal gefunden. Jetzt gucken wir mal auf unsere Karte hier. Oh, was haben wir hier noch? Leuchtstäbe. Können wir die auch aufmachen? Nee. Also hier war ich doch schon mal. Also jetzt wird's dramatisch. Ich bin doch hier gerade durchgelaufen. Jetzt will ich mal. Bisschen verwirrend. Aber so muss das sein. Ja, Freunde, meine letzte Minute ist angetreten. Ja, und da ist er, da ist er, da ist er. Oh, der Knusperhexe. So, ja, dann sag ich mal. Nein! Ja! Knusperhexe! Ah! So Freunde, ich verabschiede mich jetzt mal in den Part 4. Wenn es da wieder heißt, Türen zu und die sieht mich nicht.